Hallo, hallo. So, ich versuche jetzt hier heute etwas Neues und zwar was, was ich noch nie gemacht habe für euch im Livestream: Hühnerstall ausmisten. Und das mache ich heute für euch. Wird mal was anderes sein als nur Pferdekacke, heute mal Hühnerkacke. Und jetzt probiere ich bei diesem Test auch noch hier mein Mikrofon aus, damit ich beim nächsten Livestream, wenn ich nicht die Kamera halte und die Kamera weiter weg ist, dass ihr mich dann besser hört. Also, das heute ist ein reiner spontaner Test. Jetzt muss ich erstmal den Hühnern neues Wasser geben. Und wenn ihr mich. Gut, jetzt habe ich den Hühnerwasser hier vorbereitet, noch das Hühnerfutter und die neue Streu. Und jetzt bringe ich denen schon mal das Wasser. Ich mache denen. Das ist ganz wichtig hier, dass das richtig sitzt. Mir ist dieser Deckel, der ist mir mal hier aufs Auge geknallt, als ich den nicht richtig hier oben festgemacht habe und dann das ganze Gewicht von ungefähr 50 Kilo mir auf den Kopf geknallt ist und mein armes Köpfchen hier dazwischen lag und ich hier ein blaues Auge hatte. Wer sich noch daran erinnern kann. Ja. Warum sehe ich so hübsch aus? Nichts Tragisches. Keine Angst. Mal gerade schauen, wie es passt. Wie immer muss ich jetzt nach meinem schönen Kamerawinkel suchen. Aber diese Woche bekomme ich noch eine Kameraassistentin. Die hole ich morgen Abend, hole ich die ab. Oh, geht der? Und jetzt ist er nämlich schon wieder runtergefallen. Oh, hallo, habe ich euch aufgegriffen? Jetzt helft mir mal. Ich muss hier irgendwie ein schönes Bild finden, dass ihr euch gut seht hier. Wie kann ich denn das? Vielleicht hänge ich euch hier oben hin. Ja, ich glaube, ich könnte euch hier oben irgendwie hinhängen. So. Haha. Cool. Da seht ihr was. Da, wo der Hühnerlamm da hängt. Da seht ihr auch die ganzen kleinen Hühnerscheißhäufchen hier. Ist ja bald Ost. Die Eier habe ich schon rausgeholt heute Morgen. Und als ich das Ei rausgeholt habe, habe ich gesehen, dass man da wieder ganz dringend wieder misten muss. Hier, die Schaufel kommt schon mal da rein. Ui, auf. Ach, ich muss mich hier so reinquetschen. Hallo. Okay. Jetzt seht ihr mich. Ich muss mich hier so da, ich muss mich hier so da reinbeugen und ich komme nicht an die Schaufel dran. Ich bräuchte irgendwie eine Stufe oder Das sowas. ist diese kleine Spalte, wo ich mich gerade da reingequetscht habe und versuche, da drin an die Scheiße ranzukommen. Und hier, diesen Klotz habe ich mir gerade geholt. Hi Rosa, da bist du ja. Genau. Jetzt will ich hier draufsteigen, damit ich da dran komme. Dreckigen Gummistiefeln auf meinen Aufsteigeklotz steige, so. Juhu, da bin ich. Ich hab's geschafft. So, jetzt komme ich hier auch super ran an die ganze. Oh, da kommt ein Huhn an. Da kommt ein Huhn an und will irgendwas. Wo sind sie, die Hühner? Bock, 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 bock. Da sind sie. Hallo. Das sind meine hübschen Hühnchen. Ich habe die so lieb. Diese ganz wertvollen kleinen Hühnerköttel, die werden auch nicht weggeschmissen. Die werden gut verwertet für unsere Pflanzen hier. Jetzt habe ich hier ein bisschen Futter ausgestreut und da kommen sie schon an. Da kommen sie schon angegockelt. So, und jetzt stelle ich. Jetzt hänge ich hier das Wasser auf. So. Jetzt haben die Hühnchen wieder einen gemütlichen Stall.
Und jetzt ist mir auch mein Mikrofon runtergefallen. Und das darf auch nicht feucht werden. Morgen Abend habe ich ja auch noch eine neue persönliche Unterstützung, eine zweite Person dazu. Und dann können wir richtig loslegen und viel produzieren, hoffe ich, dass wir diesen Monat noch einiges an Streams kriegen und auch an neuen Videos zusammengeschnitten kriegen. Und die Rosa, ich weiß ja nicht, ob ihr die gerade seht, aber die seht ihr nicht hier. Die Rosa ist auch immer gerne dabei. Und jetzt war sie schüchtern. Gut, dann viel Spaß euch noch und einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.